Einen wunderschönen Samstag auf meinem Kanal. Es gibt viele Arten von Behinderungen. Es gibt auch viele Arten von seelischen Erkrankungen. Es gibt nicht die Depression. Ja, es gibt nicht die Depression. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt auch verschiedene Persönlichkeitsstörungen. Borderline, Schizophrenie oder Persönlichkeitsstörungen mit schizoiden Anteilen. Major-Depression, rezidivierende depressive Störung und. Es gibt so viele Arten. Aber gerade die Betroffenen, die an sowas erkrankt sind, trauen sich nicht, darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, anzuecken, weil sie Angst haben, was denkt das Gegenüber von mir. Und noch weniger trauen sich darüber Schule, Ausbildung, Arbeitswelt. Nicht mal unbedingt im Freundeskreis, ja, oder sonst Bekannten darüber sich auszutauschen. Ja, weil es ist halt ein Tabuthema. Psychisch krank zu sein ist wie, dass jeder meint, man ist im Kopf nicht ganz bei sich. Ja, und es gibt dann so Tage, auch bei mir, man geht einkaufen, man geht raus, es geht einem richtig gut. Und dann auf einmal macht es wie ein Blitz, der durch den ganzen Körper geht und auf einmal geht nichts mehr. Man steht da, man kann nicht mehr laufen, man kann nicht mehr denken. Jeder Schritt ist eine Qual. Ja, und man fängt auf einmal an zu weinen und weiß nicht, warum das so ist. Ja, psychisch krank zu sein ist kein Sechser im Lotto. Es ist hart. Und viele wollen was ändern, trauen sich aber nicht, was zu ändern. Ob es sich von Freunden abzuwenden ist oder vom Partner, der einem nicht mehr gut tut, oder am Leben an sich was zu ändern. Ja? Das ist nicht einfach. Und man wird schnell von anderen wieder unter Druck gesetzt. Mach das nicht, tu das nicht, tu jenes nicht. Ach, wir kennen dich alle. Ja, wer das aber so betont, dass er einen kennt, ist vielleicht das gar nicht so. Dass man eine Person kennt. Ja, also manchmal ist es schwer, neue Wege zu gehen. Es ist auch richtig schwer, sich von Menschen loszueisen. Ja, aber manchmal ist es das Bessere, was Neues anzufangen, was Neues. Und sich nicht, egal von wem, davon abbringen zu lassen. Ja, ich habe schon viele Fehlversuche gemacht in meinem Leben. Logisch, wer hat das nicht? Ich wollte auch schon bestimmte Sachen durchziehen. Habe ich nicht getan. Und jetzt, dieses Jahr ist mein Jahr, würde ich sagen. Jetzt tue ich Sachen in Angriff nehmen, die hätte ich die letzten Jahre nie in Angriff genommen. Manchmal muss man einfach was Neues wagen. Auch wenn bestimmte Leute in einem Umfeld oder Bekannte oder sonst wer einen davon abbringen wollen. Ja? Nein, wenn jemand eine Idee hat, wenn jemand sein Leben ändern will, die einen wollen neue Wohnung, die anderen wollen irgendwo anders hinziehen. Vielleicht auch aus Liebe zu jemandem, ja, ist ja alles möglich heutzutage. Ja? Oder man will was ändern. Und das ist schwer, was zu ändern. Es ist schwer mit psychischen Erkrankungen oder mit Handicap was zu ändern. Ja? Weil jeder Tag ist eine neue Herausforderung für Menschen mit Depressionen. Und da ist egal, in welchem Land man lebt. Ob es Deutschland ist, Österreich, die Schweiz, Spanien, China oder sonst wo. Ja, es ist schwer. Und wenn man aber merkt, dass Ärzte, Therapeuten oder auch ein Klinikaufenthalt oder auch dortige Mitpatientinnen und Mitpatienten bestimmte Sachen aufzeigen, und sagen, du willst das so, dann
Versuch es auch, egal wie schwer es ist. Man muss kämpfen für jedes. Auch mit Ämtern muss man manchmal richtig hart kämpfen. Und die Kämpfe sind hart. Ja? Wenn man Hilfe braucht. Das heißt immer, wenn man Hilfe braucht, bekommt man sie. Das ist leider nicht immer so gegeben. Man muss manchmal, wenn man Hilfe will, richtig hart sein. Richtig kämpfen. Und das geht manchmal sehr an die Psyche. Verdammt sehr an die Psyche. Ja? Ich habe die letzten 12, 13 Jahren Freunde verloren, gute Bekannte verloren. Nicht aus, weil sie von uns gegangen sind, weil es halt nicht mehr gepasst hat. Man muss halt manchmal auch dazu stehen, sich von alten Sachen zu entledigen. Ja, und manchmal ist das besser so. Sich von bestimmten Menschen, von Möbeln, von Umgebung einfach zu verabschieden, weil es einem gerade dort nicht mehr gut tut, weil man sich da nicht mehr wohlfühlt. Ja, es ist schwer. Aber manchmal ist es gut so, sich von bestimmten Sachen zu entledigen. Abstand gewinnen. Und wer das nicht versteht, ist es der Person das Problem, doch nicht meine oder dem Betroffenen an sich. Man muss manchmal richtig, auch vielleicht mal richtig hart sein und dann sagen, jetzt geht es um mich, um mich und andere. Jetzt geht es um mich. Und die Menschen, die mich verstehen, verstehen das. Wenn bestimmte Leute meinen, sie müssen andere jetzt in den Druck versetzen, dass sie das, was sie vorhaben, wieder aus dem Kopf holen und sagen, ah nee, ich mach das doch nicht. Und das ist der Fehler. Und dann wird man wieder nicht glücklich. Man muss irgendwann auch seinen Weg gehen, irgendwie glücklich zu sein. Wenn es ein Stadtwechsel ist, wenn es sogar das Land, in ein anderes Land zu gehen, gut für einen ist, dann sollte man es tun. Aber weil man es will und nicht, weil andere einen sagen, ach, du machst das so und so nicht, ach, bleib doch da und da und da, oder ach, so schlimm ist das doch gar nicht. Man muss lernen. Ich habe auch lernen müssen. Durch Ärzte, durch Kliniken. Und sagen wir mal, die letzten 2, 3 Monate bin ich bestimmten Menschen dankbar. Viele haben mir die Augen geöffnet. Viele haben mir gezeigt, ohne Hilfe geht es bei mir nicht mehr. Ja, und das war ein harter Weg, dieses sich einzugestehen, dass ohne Hilfe bei mir oder bei anderen, die das auch haben, die einfach nicht mehr geht. Ja? Aber man braucht Hilfe auch vielleicht mal von außen. Ja? Und Depressionen haben ja nichts immer mit zu tun, ah, das kommt jetzt und dann ist es weg. Nein. Das kann durch viel passieren. Durch Stress auf der Arbeit, durch Schule, durch Mobbing oder auch irgendwas ist in der Frühkindheit passiert bei vielen. Aber es ist schwer. Es ist verdammt schwer, das einzugestehen. Ja, es ist schwer, mit dem Körper zu leben, aber manchmal muss man neue Wege gehen. Ich hoffe, ich konnte euch das mal wieder nahebringen, das Thema. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche natürlich wieder zu meinem nächsten Samstag-Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.